herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Schlagzeilenrevue. Servus Martin. Servus Martin. Mir fällt nichts gescheit sein. Da frage ich auch vorher. Fällt dir was ein? Nein. Oh Mann. Starten wir. Lassen wir das so? Nein. Martin, was war los in Österreich die Woche? Der beste Innenminister, den Österreich je hatte, meint zumindest Strache, reitet wieder. Der Kickl? Natürlich. Worauf reitet er jetzt? Auf der Terrorwelle. Yeah. Yeah. Was heißt das genau? Sie haben jetzt Verhaltenstipps für die Bevölkerung produziert im Falle eines Terrorangriffs. Oh Mann, ich fürchte mich jetzt schon. Was hat er für Tipps? Ich lese dir nur einen vor. Okay. Atmen Sie durch. Okay. Danke, Herr Kickl. Jetzt wissen wir es. Jetzt wissen wir es. Was war nun los? Die Regierung hat Asylwerbern diese Woche den Zugang zu Lehrstellen verboten. Das haben sie angekündigt. Das hat man überall gelesen. Das ist eine Frechheit. Absolut, ja. Ich weiß allerdings auch warum. Okay. Du bist immer so gut informiert. Naja, der Hintergrund wird sein, sie haben die Befürchtung, dass dann manche Asylwerber besser ausgebildet sind als manche Ministerinnen. Studienbrecher. Ach so, wirklich? Ja. Kann ich mir nicht vorstellen. Ich schon. Kunasek, Verteidigungsminister, hat eine großartige Idee. Die wäre? Und laut heute will er das Heer an die EU-Außengrenze schicken. Zum Urlaub machen? Zur Bekämpfung der illegalen Migration. Das ist eine gute Idee. Nur die zwei wollen nicht. Diese Woche beim Trump, was hat sich abgespielt, Martin? Die heute hatte diese Woche wieder mal ein bisschen über Trump drinnen. Und sie hat sich auf zwei Themen fokussiert. Und was war das? Zum einen ist es der Tod von John McCain. Ja, klar, der angesehene Republikaner. Genau. Präsidentschaftskandidat zweimal. Und scharfer Kritiker von Trump. Mhm. Und wie scharf die Kritik war, obwohl er immer Republikaner ist, sieht man anhand dessen, dass der McCain gar nicht will, dass der Trump zu seiner Beerdigung kommt. Allerdings habe ich gelesen in der Heute, zwei andere echte Präsidenten will er schon, nämlich den Obama und den W. Bush. Alles sind echte Präsidenten, vom amerikanischen Volke gewählt. Nur so. Ja. Aber gehen wir weiter. Das zweite, worauf sie mich heute konzentriert hat, war, echter Trump hat sich gegoogelt. Okay. Und hat festgestellt, dass da nur Fake News rauskommen. Okay. Alles linke Scheiße, keine richtigen Nachrichten, wenn es um ihn geht. Und deswegen ist er jetzt auf Google sauer. Mhm. Aber das Internet, wäre nicht das Internet, würden sie das nicht aufgreifen. Ein paar Fuchsen, das ist ein Spaßsalon. Die haben jetzt so lange rum da, bis wenn man bei der Google-Bildersuche eintippt, Idiot. Mhm. Was findet man dort für Bilder? Vom Trump. Und jetzt die Preisfrage. Was daran ist Fake News? Martin, verrat mir, warum lesen wir die heute? Damit wir was lernen. Richtig. Und was hast du heute gelernt? Also, die Woche habe ich gelernt, dass die mächtigste Frau der Welt, die Angie, die Frau Merkel, sie ist doch eine coole Socke. Warum? Sie hat einen Tag der offenen Tür gehabt, die deutsche Bundesregierung, und da war, da hat sie gezeigt, dass sie keine Angst vom kleinen Mann hat. Ja, aber was ist da besonders? Das machen andere ja. Nein, aber sie hat das wirklich gezeigt. Hm? Es war nämlich zu Besuch der Mario von Super Mario. Okay. Und mit dem hat sie einen Handshake gemacht. Und ja, man auf dem Foto alleine, da sieht man, mit was für einer Lässigkeit, Coolness und für einer, was genau mit dem gewissen, schönen Sequoia hat sie das gemacht. Als ob sie das jeden Tag macht, als ob sie eine Profi-Gamerin ist. Verstehst? Sie ist am Puls der Zeit, die Frau. Also, gute Frau. Mhm. Ich mag sie. Angie.
Klasse. Was hast du gelernt die Woche? Ich weiß nicht, ob du dieses Erlebnis kennst. Du bist im Ausland in einer anderen Stadt, zum Beispiel Paris oder Berlin, ja, und kommst nach Wien zurück und erkennst auf einmal, wie sauber Wien ist. Absolut. Kann ich unterschreiben. Ist sogar. Es ist eine der besten Städte der Welt. Jetzt weiß ich auch warum. Der Wien, die Ochterfesker. Vielleicht auch ein bisschen. Aber okay, die heute hat ein Foto gebracht, wie eine Frau mit ihrem Hund und ihrem Staubsauger durch die Straßen spazieren geht. Geheimnis gelüftet. So leicht kann es sein. Ja, das war's dann, ich sag, oder? Mhm. Für die Wochen. Sollen wir noch was verraten? Ich weiß nicht. Ja, nein. Wir sehen uns nächste Woche wieder und. Ja, vielleicht. Vielleicht nächste Woche? Na, vielleicht sehen wir uns sicher. Na, passt. Wir hören uns nächste Woche vielleicht mit einer Überraschung. Schauen wir. Genau. Ciao. Ciao.